Dies ist eine lineare, homogene Differentialgleichung und was wir suchen, ist die allgemeine Funktion y, Funktion von x, die diese Differentialgleichung erfüllt. Die allgemeine Form einer linearen, homogenen Differentialgleichung ist die folgende, aber bitte nicht erschrecken, es ist nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick aussieht. Dies ist die allgemeine Form einer linearen, homogenen Differentialgleichung. Es ist eine konstante Zahl cn mal die n-te Ableitung der Funktion y gegenüber der Variablen x plus eine konstante Zahl cn-1 mal die n-1-te Ableitung von y gegenüber der Variablen x und immer so weiter bis eine konstante c2 mal die zweite Ableitung der Funktion y gegenüber der Variablen x plus eine konstante c1 mal die erste Ableitung von y gegenüber der Variablen x plus eine konstante c0 mal die nullte Ableitung von y gegenüber der Variablen x, das heißt mal y gleich 0. Wegen dieser 0 nennt man diese Gleichung homogene Gleichung. Anhand dieser Differentialgleichung bilden wir zuerst die sogenannte charakteristische Gleichung. Die stellt man wie folgt auf. Zuerst nimmt man diese Konstante cn und multipliziert sie mit z hoch n, diese Hochzahl n wegen der n-ten Ableitung von y. Dann plus diese Konstante cn-1 mal z hoch n-1, n-1 wegen der n-1-ten Ableitung von y. Plus und immer so weiter bis plus diese Konstante c2 mal z hoch 2, Hochzahl 2 wegen der zweiten Ableitung, plus c1 mal z hoch 1, c1 wegen dieser Vorzahl, z hoch 1, weil das die erste Ableitung ist, plus diese Konstante c0 gleich 0. Von dieser charakteristischen Gleichung suchen wir zuerst die verschiedenen komplexen Nullstellen. Nennen wir sie a1 bis ap. Und wir nennen ihre jeweiligen Vielfältigkeiten m1, m2 bis mp. Anhand dieser Erkenntnisse kann man dann sofort die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung erstellen. Das funktioniert wie folgt. Y von x ist ein Polynom m1 minus 1. Grades in x mal e hoch a1 mal x. a1 ist die erste Nullstelle und m1 ist ihre Vielfältigkeit. Plus ein allgemeines Polynom m2 minus 1. Grades in x mal e hoch a2 mal x. a2 ist die zweite Nullstelle und m2 ist ihre Vielfältigkeit und immer so weiter bis zur letzten Nullstelle ap. Wir bilden also hier ein Polynom mp minus 1. Grades in x und multiplizieren das mit e hoch ap mal x. Das sieht so vielleicht ein bisschen kompliziert aus, aber die Umsetzung für unser Beispiel wird zeigen, dass es gar nicht so kompliziert ist. Bilden wir zuerst die charakteristische Gleichung, das wird also 1 mal z hoch 3 minus 2 mal z Quadrat plus 1 mal z gleich 0, also so. Jetzt suchen wir die Nullstellen von diesem Polynom. Wir können dieses Polynom schön faktorisieren. Man kann ein z ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann noch z² minus 2z plus 1, das heißt z minus 1 hoch 2. Hier sehen wir sofort die zwei Nullstellen und ihre Vielfältigkeiten. Die erste Nullstelle ist 0, Vielfältigkeit ist 1. Die zweite Nullstelle ist 1, Vielfältigkeit ist 2. Also a1 ist 0, m1 ist 1,
A2 ist 1, M2 ist 2. Somit können wir also die allgemeine Lösung der Gleichung aufschreiben. Zuerst ein Polynom M1 minus 1. Grades in x, hier also ein Polynom 1 minus 1. Grades, also ein Polynom 0. Grades, das heißt eine konstante Zahl, mal e hoch 0 mal x. Dann plus ein allgemeines Polynom 2 minus 1. Grades, also ein allgemeines Polynom 1. Grades, das ist eine Konstante mal x plus eine Konstante. Und dieses Polynom wird dann multipliziert mit e hoch 1 mal x, also so. Polynom 0. Grades, 1 minus 1 macht 0, mal e hoch diese 0 mal x, plus Polynom 1. Grades, 2 minus 1 macht 1, also 1. Grades, mal e hoch diese Nullstelle mal x. Also können wir die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung in diese Form schreiben und somit ist die Differentialgleichung gelöst.